Herzlich willkommen und Servus zu einem neuen Top 10 Video auf unserem Funky Football YouTube Kanal. Genau, es kam ja schon lange kein Top 10 oder Top 15 Video mehr und es sind auch viele neue Spieler ins Spiel gekommen. Deswegen haben wir gedacht, stellen wir euch mal alle neuen Spieler vor, die seit 2023 hinzugefügt worden sind. Oder besser gesagt, die Top 10. Die Top 10. Bevor wir jetzt aber ins Video gehen, kurzes Update, wie es bald weitergeht, weil es geht bald weiter. Ihr wartet natürlich schon sehnsüchtig auf die neue Karriere, die jetzt nach der Köln-Karriere kommt. Wir haben lange Pause gehabt, wir haben jetzt auch eine kleine Pause gehabt, wo gar keine Videos kamen. Wir haben es einfach zeitlich... weil du krank warst. Ja, weil ich schon wieder krank war, was soll ich denn sagen? Wir haben es zeitlich nicht gebacken bekommen, dann war ich auf einmal wieder krank. Jetzt sind wir auch noch im Urlaub in einer Woche zusammen. Das heißt, nach Ostern geht's weiter. Ja, das nach Ostern geht's weiter. Team wissen wir noch nicht so ganz. Könnt immer noch gerne reinschreiben, was es werden soll. Aber jetzt wollen wir erstmal starten mit Jefinho. Jefinho ist ein Brasilianer, linker Flügel, das habt ihr bisher gesehen. Und was ihr jetzt sonst auch noch seht, er ist der klassische Brasilianer, linker Flügel. Er ist ein 5-Star-Skiller, spielt bei Olympique Lyon, ist dahin gewechselt. Natürlich schnell, natürlich beweglich, die 5-Star-Skills haben wir schon gesagt. Und natürlich hat er auch ein 84er Dribbling. Also ist ein geisteskranker Spieler, hat auch noch ein sehr, sehr gutes Potenzial. Und zwar ganze 82 Potenzial, heißt er kann mindestens mal 9 Ratings besser werden. Dazu ist sein Pass auch noch ganz gut, 72er Pass, das lässt sich auch auf jeden Fall sehen. Könnt ihr gerne mal ausprobieren und teuer dürfte auch nicht sein. Ja, 7 Millionen Marktwert, das lässt sich zahlen. Wem das aber zu teuer ist, da habe ich eine Sali für euch, er kostet ein Zehntel davon. In 10, ja, genau, das ist so ein Sonderangebot. Er hat nämlich auch 82 Potenzial. Das ist ziemlich crazy, aber bei 59 kann man jetzt auch nicht so viel erwarten. Außer seine athletischen Attribute. Der Typ ist pfeilschnell. 88 Antritt, 82 Sprinttempo und dann noch unfassbar wirklich bei seinen technischen Fähigkeiten, wie es so bei schnellen Flügelspielern ist. Ballkontrolle, Dribbling passen auch noch ganz okay, aber halt so ein bisschen schlechter als bei Jefinho. Und wir bleiben einfach mal bei den Budget-Biestern. Jorel Hatto, ganz neu im Karrieremodus, wurde hinzugefügt, hat 84er Potenzial, ist bei Ajax Amsterdam unter Vertrag. Die haben natürlich immer wieder Talente. Und er kostet auch nur knapp unter 1 Million, wahrscheinlich kriegt den sogar schon. Und hat auch richtig starke Werte. Er kann Linksverteidiger spielen, das ist seine Stammposition. Er kann aber auch linker Innenverteidiger spielen. Mit 1,80 Meter Körpergröße kann man das auf jeden Fall mal durchziehen. Vor allem vielleicht in der Dreierkette. Er ist dazu noch schnell, er hat die Sprungkraft, also er hat die physischen Werte vor allem. Hat aber auch wirklich gute Zweikampfwerte. Das heißt, den könnt ihr auch ausprobieren. Und jetzt kommen wir zu so einem der Stars von der Serie hier. Zaire Emery von PSG. Er hat in der Champions League gegen Bayern schon gespielt. Hat viele Spiele für PSG schon gemacht. Jetzt wurde er endlich im letzten Update hinzugefügt. Mit einer 70 hat er bekommen. Potenzial von 85, also auch sehr stabil. Und wenn wir durch seine Stats gehen, der Typ kann einfach quasi alles. Also viele gelbe Stats, ein paar grüne auch dabei. Aber wirklich, Volleys ist halt das einzig Rote. Und Volleys braucht er ja nicht unbedingt. Nee, wofür braucht er Volleys? 11 Meter, 59 ist auch nicht so gut, aber es gibt auch andere Elfmeterschützen bei PSG, so ist es nicht. Bekommen könnt ihr ihn für zwischen 3 und 4 Millionen Euro ungefähr, also auch ein Schnapper. Das Gehalt bei PSG 4,4 geht auch eigentlich noch fit. Also es ist wirklich Hungerlohn, was der da verdient. Ja, also das glaube ich auch Cap. In echt verdient er, glaube ich, ordentlich mehr. Aber die 85 Potenzial von Zaire Emery sind noch nicht die besten, weil André Gomes von Benfica hat nämlich 86 Potenzial. Da ist auch wieder so ein Klassiker. Ajax hat natürlich die Talente bekommen, PSG hat die Talente bekommen, aber Benfica ist natürlich auch eine Talentschmiede. Und André Gomes, du hast es gerade zu mir schon gesagt, ist ein absolutes Brett. Wahrscheinlich eher für die Simulation, weil er ist halt leider nur 1,82 groß, aber die Stats sind wirklich gut und ich meine 86er Potenzial ist halt auch richtig, richtig krass. Dazu hat er auch noch einen Trade, Eigenschaft Flankenfänger ist auch nicht schlecht, vor allem wenn er klein ist, dass er trotzdem rauskommt und die Dinger fängt, ist nicht schlecht. Nur knapp über 1 Million Marktwert. Also, wenn ihr einen Torhüter braucht, würde ich da mal definitiv zuschlagen. Und wenn du jetzt schon gerade eben bei Talentschmieden warst, Red Bull Salzburg ist natürlich auch dabei. Sie haben hier Karim Konaté und ich sage euch so, wie es ist, der sieht aus wie der neue Drogba. Er ist ein bisschen kleiner, vielleicht mit 1,78, aber guck mal, 80 Sprungkraft, schnell ist er dazu, auch ein bisschen schneller als Drogba und auch 74 Kopfballpräzision. Also, der ist richtig gut mit der Birne, kann aber auch dribbeln dank seines Tempo-Dribbler-Trades. Und kostet euch um die 2,25 Millionen. Und ganz kurz, geh mal zurück auf seine Stats. Der Mann hat Freistoßpräzision 74 auch noch dazu.
Das ist auch sehr, sehr sexy. Das ist vor allem richtig big, wenn er halt bei schlechteren Teams spielt. Da fehlen manchmal die Freistoßschützen. Ja, auf jeden Fall. Da ist es schon geil. Und hier haben wir noch einen richtig krassen Typ. Simone Parfundi ist jetzt auch im allerneuesten Update dazugekommen. 24. März wurde er endlich dazugefügt. Endlich, sage ich, weil die Community hat sich brutal drauf gefreut. Und warum hat sie das getan? Weil der Mann 95 Balance hat. Ja, was für Spieler haben 95 Balance? Wahrscheinlich nur 90er. Ja, so ein Messi oder so hat 95 Balance. Aber wer denn noch? Klar, er ist halt 1,64 groß, Alter, und wiegt 59 Kilo. Wie so ein Kind. Ja, okay, er ist auch 16. Er ist halt erst 16, genau. Aber er ist halt ein brutales Talent. 86 Potenzial mit seinen 16 Jahren hat er. Und ich sag mal so, dieses 67er Gesamtrating, das zeigt sich nicht in den Stats wieder. Die Stats sind auf jeden Fall besser. Aber wenn bei euch die Schwachstelle Defensive ist und ihr viel zu viele Buden kassiert, dann habe ich auch natürlich auch einen Defensivspieler für euch. Alan Maturo, der hat Innenverteidigermaße wie aus dem Lehrbuch. 1,89 Meter, 77 Kilo, dann ist er noch relativ beweglich, hoffe ich zumindest. 50 Balance, perfekt. Kommt aus Uruguay, ist aber Linksfuß. Also linksfüßige Innenverteidiger sind ja auch bei dir sehr beliebt. Ansonsten natürlich so klassisches Stats. 70 Sprinttempo auch ganz okay und auch gute Zweikampf- und Grätschenwerte. Der ist auf jeden Fall sehr solide, kostet auch nicht so viel. 1,7 Millionen, da seid ihr gut mit dabei. Aber jetzt in Richtung Ende der Liste haben wir auch noch jemanden versteckt gehabt, der euch direkt helfen kann, egal wo ihr seid. João Gomes spielt bei Wolverhampton, ist komisch, ist kein Portugiese, aber gut, in Brasilien heißt João und in Brasilien spricht man Portugiesisch, von daher passt das schon. Hat auf jeden Fall sehr, sehr gute, sehr, sehr ausgeglichene Werte. Ist ein Sechser, kann auch Achter spielen. Ich glaube, ich würde ihn eher als Sechser spielen, weil er ist auf jeden Fall deutlich besser in der Defensive mit seinen 75 fairen Zweikämpfen, 77 Grätsche. Da kann er schon was machen. Mit dem Ball kann er aber auch was machen. Hat dazu noch den Grätschen-Trade. Gut, leider nur für die CPU, nicht für euch. Aber er ist halt der teuerste von allen, weil er ist halt der jetzt schon beste von allen. Ist aus Brasilien, glaube ich, zu Wolverhampton gewechselt. Das heißt, ihr müsstet ungefähr 20 Millionen wahrscheinlich in die Hand nehmen. Aber das kann auf jeden Fall wert sein. Weil er hat halt einfach 85 Potenzial. Und das ist schon richtig sexy. Er ist so ein bisschen der neue Allen, kann das sein? Ja, sieht auch so aus. Ne? Ja, das sieht komplett. Als letzten Spieler haben wir wieder einen von Red Bull Salzburg. Also, das ist natürlich eine Riesentalentschmiede. Oskar Gloch, 72, ist ein interessanter Spieler, weil er halt auch Israeli ist. Ein Zehner da, hochdurchschnittliche Arbeitsraten, perfekt für die Zehnerposition. Hat 75 Übersicht, ist sehr beweglich. Jetzt nicht der schnellste, aber der andere zumindest ist da. Und einfach dieser klassische Zehner. Und ich finde, so ein Israeli im Team zu haben, ist auch einfach schön, vor allem wenn er noch Flatrate dazu hat und einen Außenrissschuss-Trade. Also der hat wirklich geile Eigenschaften, muss man sagen. Kostet ungefähr 6 Millionen Euro, 84 Potenzial, also der kann sich auch noch ziemlich gut entwickeln und dann macht er bestimmt auch viel Spaß. Und das waren dann die Top 10 von den neuen Talenten. Wir wollten euch einfach mal ein paar coole Talente zeigen, die sehr beliebt sind jetzt und die ihr vielleicht trotzdem noch nicht gehört habt. Ich meine, die anderen Talente wurden wahrscheinlich auch schon alle benutzt, deswegen, wenn es neue gibt, muss man die auch vorstellen. Eben, man braucht auch mal neue, deswegen haben wir sie euch jetzt vorgestellt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wen ihr schon ausprobiert habt und wen ihr jetzt noch unbedingt ausprobieren wollt. Und dann würde ich sagen, lasst noch ein Like aufs Video da, abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und schaltet beim nächsten Video ein. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao. Und servus.